herzlich willkommen in meiner Tupperküche. Ich bin die Nadine und heute möchte ich euch gerne unsere Karaffe aus der Clear Collection zeigen, wo ihr Cold Brew Coffee drin machen könnt, wo ihr Cold Brew Tea drin machen könnt. Und ich zeige euch heute was extra Leckeres. Ich setze nämlich heute Kaffee mit Wodka an und wir machen daraus einen ganz leckeren Likör. Ich möchte euch aber als erstes etwas über diese Karaffe erzählen. Also, wenn ihr genau hinschaut, ich nehme mal diesen Filter raus. Die ist glasklar, ne? Aber sie ist aus Kunststoff. Und dann haben wir hier diesen ultrafeinen Filter aus Metall. Und der wird hier in diese Karaffe eingehängt. Und dann gibt es noch den Deckel. Wie Cold Brew Coffee funktioniert, habe ich euch ja schon in einem anderen Video erklärt. Wer das noch nicht gesehen hat, ich stelle den Link nochmal hier unten in die Infobox. Dann könnt ihr euch das anschauen. Man kann auch Cold Brew Tea machen. Und das ist ja relativ neumodisch und modern, diese Cold Brew Geschichten. Wobei Brew ist ja eigentlich gar nicht so richtig, weil Brew heißt ja brühen. Und wir brühen nicht, es ist tatsächlich kalt. Und deswegen lösen sich aus dem Kaffee auch nicht die Bitterstoffe, es ist viel milder. Im Tee gilt das genauso. Ja, diese Karaffe ist natürlich einfach formschön und ihr könnt die auch ohne den Filter natürlich jederzeit benutzen, um auf den Tisch zu stellen, um da einen schönen Saft drin zu servieren oder ein Mixgetränk, was euch gefällt. Was auch ganz toll aussieht, ist hier drin, wenn ihr hier Sekt oder Prosecco reinmacht mit Erdbeeren. Also sieht sehr hübsch aus. Ich habe jetzt natürlich schon was vorbereitet. Und zwar hatte ich hier in diesem Filter den Kaffee und habe den mit Wodka angesetzt. Das lässt man dann so 2 bis 3 Stunden stehen. Nicht länger, weil sonst wird es wahnsinnig stark. Ich habe es ausprobiert mit länger. Und wenn die 2, 3 Stunden rum sind, dann nimmt man einfach den Filter raus. Man kann den auch hier auf dem Deckel platzieren, weil da kommt ja immer noch mal ein bisschen Feuchtigkeit raus, ne, damit es keine Überschwemmung macht. Und dann habt ihr ja, halt diesen Kaffee mit dem Wodka angesetzt. So, das ist schon passiert. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil es dauert halt auch einfach viel zu lange. Und ich habe das jetzt hier mal im Shaker abgefüllt. Und jetzt mischen wir da was Leckeres draus zusammen. Ich habe mir da so ein bisschen was zurechtgetüftelt, was gut schmeckt. Und ich habe hier als erstes mal Milch im Shaker. Und gebe zu der Milch jetzt noch ein Pack Sahne. Dann kommen dazu Puderzucker. So. 2 Esslöffel Kakaopulver. Rezept kann man natürlich auch ein bisschen variieren, ne? Wer eher süß oder eher nicht so süß mag, dass so für jeden das Richtige dabei ist. Und dann kommen noch 50 ml, also ich gebe jetzt noch den Kaffee dazu. Und jetzt kommen noch 50 ml Karamellsirup zu. Ich habe den immer hier in so großen Flaschen, weil ich den auch in den Cold Brew Coffee gerne reingebe. Ich mag das ganz, ganz gerne. Und jetzt messe ich das hier mal eben ab. 50 ml. So. Das kommt hier auch. Und jetzt wird alles einmal kräftig durchgeschüttelt. Natürlich extrem praktisch, hier den großen Shaker für zu nehmen. Wenn ihr den Shaker befüllt, bitte immer noch mal einmal, wenn der Deckel drauf ist, die Klappe öffnen, dass kein Druck im Behälter ist. Dann schließen und beim Schütteln bitte immer den Sicherheitsgriff. Ja? Also der soll zwar zu sein, aber nicht, dass hinterher irgendjemand mich schimpft, weil der Deckel aufgegangen ist und irgendein Mann eine Küche renovieren muss oder so. So, und jetzt haben wir 600 ml mega leckeren Likör.
fülle den jetzt auch zum Servieren hier rein. Könnt ihr dann noch Eiswürfelchen zugeben. Könnt ihr so in den Kühlschrank stellen, Eiswürfel rein, und wenn die beste Freundin zu Besuch kommt, dann macht ihr euch einfach einen schönen Abend und genießt den leckeren, wie heißt der? Coffee Cream Dream habe ich es genannt. Ist ja meine eigene Kreation. Ne? Das Rezept vom Coffee Cream Dream, das stelle ich euch hinten dran, dass ihr das nachmachen könnt, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, wenn ihr erstmal gucken wollt, wie Cold Brew Coffee geht, klickt unten in der Infobox auf den Link. Ich stelle euch das andere Video, den Link zu dem anderen Video unten in die Box. Und damit ihr wisst, was ihr sonst noch so damit anstellen könnt, gibt es hier auch so ein Rezeptheftchen. Das heißt Kaffee oder Tee. Und da sind ganz viele köstliche Rezepte drin. Alles, was ihr kalt ansetzen könnt, kann ich euch also nur empfehlen, euch das dazu zu holen. Und ich gieße mir jetzt hier mal ein. Ich habe Eiswürfel vorbereitet im Eiswürfler mit dem Silikonboden. So, seht ihr, da plupsen die Eiswürfel so ganz leicht raus, weil man die einzeln rausdrücken kann. Und jetzt Prösterchen. Köstlich. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst, wenn ihr auf den Abo-Button drückt und die Glocke aktiviert. Und wenn ihr es nachmacht, wünsche ich euch damit einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.